Moin, herzlich willkommen zurück. Neue Folge Let's Play LS17, Nordfriesische Marsch, Map 3.1 ohne Gräben. Ja, wir haben gerade Papierpaletten zur Molkerei gebracht. Und jetzt sind wir auf dem Weg zurück zum Hof, um dann nochmal ein bisschen Milch zur Molkerei zu bringen. Wir haben Milch ohne Ende am Hof. Die muss ja auch mal weg. Die soll ja auch verarbeitet werden. Die Produkte sollen verkauft werden. Und wir wollen Geld verdienen. Geld, Geld, Geld. Ja, Geld ist nicht alles, aber schon vieles. Und jetzt gerade beim Wechsel in den nächsten Wochen auf die nordfriesische Marsch-Map, also auf die Vierfach-Map, kann man das schon gut gebrauchen. Muss ich sagen. Wir latschen hier einmal schön über den Hof. Suchen unseren Milch-LKW, der voll beladen da steht. Der voll beladen da steht. So. Und wir gucken aber vorher mal bei den Tieren nach. Ah, seht ihr, unsere Felder sind alle erntereif schon. Das ist doch schön. Tiere. Oh, wir brauchen Wasser und Stroh bei den Kühen. Wir haben 165.000 im Milchtank und 30.000 haben wir hier in unserem Tank. Wir haben 195.000 Liter Milch im Zugriff und können aber jetzt gerade mal etwas über 60.000 loswerden bei der Molkerei. Das heißt also, zwei Ladungen voll. Wir haben aber 6,5 Ladungen. Das ist schon krass. Ich werde mal die Zeit wieder etwas zurückschrauben auf nur 5-fach. Dauert es zwar auch länger, bis wir... Ah, ich komme ins Schlingern. Dauert es zwar auch ein bisschen länger, bis wir unsere Milch wirklich komplett loswerden. Auf der anderen Seite produzieren wir auch nicht so schnell. Und wir müssen eh dann bald mal ernten. Ich weiß nicht, ob ich da in dieser Aufnahmesession noch mit anfange oder ob ich das in der nächsten Aufnahmesession mitmache. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Muss mal gucken, wie lange sich das alles jetzt hinzieht. Jetzt kann ich nochmal 30.000 nochmal dazu bringen, dann haben wir 290.000. Und für die letzten 10.000 brauche ich dann noch nicht extra fahren, da kann ich dann nochmal ein bisschen warten, bis die hier wieder was verbraucht haben. Ich meine, ich kann die Milch auch so verkaufen, ohne davon was zu produzieren. Oh, wahrscheinlich kann ich die Milch auch mit rübernehmen auf die Vierfach-Map. Wobei, ist ja auch unrealistisch, ne? Normalerweise, wenn auf dem Bauernhof jeden Tag wird da die Milch abgeholt, zur Molkerei gebracht, beziehungsweise vielleicht sonntags nicht. Das wird dann montags mit abgeholt, aber normalerweise sonst jeden Tag, naja, so mindestens 5 Tage die Woche, ich glaube sogar 6 Tage. Einfach, weil die auch frisch sein muss. Boah, ey. Das ist ja nun keine komplett realistische Situation, obwohl man... Also würde mich interessieren, ob es dafür einen Mod gibt, dass die Milch praktisch täglich abgeholt werden muss. Und die sonst vergammelt oder so. Für die Tagesproduktion. Das wäre doch mal... Das wollte ich gar nicht. Da wollte ich drauf drücken. Auftanken. 30.000 Liter. Los. Hol die Milch. Und die Milch. In der Zwischenzeit, wenn ich hier rauskommen würde, könnte ich hier drin bei den Kühen gucken, was mit dem Stroh ist. Weil hier liegt ja noch Stroh. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Nein, nicht raus.
Wer es kennt, ist versaut, wollte ich nur mal eben so sagen. Also das mit dem Stroh. Ja, Stroh ist nicht voll, aber schon mal ganz gut. Durchaus im Bereich des Brauchbaren. Und der Trigger, um das Tor zu bewegen, eindeutig zu groß. Das war dementsprechend keine gute Idee, meine Ballen alle hier hinzulegen. Wenn er dann jedes Mal das Tor bewegt, wenn ich hier welche wegnehme. Ja, komm, einen holen wir noch. Ein Ball noch, komm. So. Ja, das Tor lassen wir mal auf. Rinder hauen schon nicht ab. Ja, kann noch ein Ballen hin. Glückliche Kühe haben. Milch von glücklichen Kühen. Oh, geil. Das habe ich ja noch nie gesehen. Habt ihr gerade den Himmel gesehen? Ist ja der Knaller. Guck mal da hoch. Wie schön. Ist das cool. Toll gemacht. Ist das Standard bei... Oder ist das jetzt eine Sache vom... vom Feld, die er gemacht hat? So... LKW ist voll. Und wir fahren mal. Hier wollte ich auch noch immer eine Ausfahrt hinbauen, ne? Ich vergesse das immer. Muss ich mal machen. Ich muss mir mal diese komische Dingenskirchen kaufen. Diese Walze, mit der ich das Terrain verfremden kann. Könnten wir schon mit der Ernte anfangen. Im Prinzip. Hier läuft das ja schön schnell leer, ne? Muss ich ja sagen. Das ist schon cool. Geschwindigkeit der Entleerung. Gleich müssen wir mal ein bisschen Wasser zu unseren Kühen bringen. Und dann können wir eigentlich schon anfangen, Bierkästen zu verkaufen, glaube ich. Bevor wir anfangen mit der Ernte. Mit der Ernte haben wir doch bestimmt wieder nichts als Scherereien. Aber auch gleich schon Diesel verkaufen. Weil wir werden noch so viel Diesel produzieren. Nach die Mischfutterfabrik. Müssen wir auch noch mal gucken. Brauchen wir noch irgendwie 5 Grasballen oder wieso war das, ne? Auffüllen und raus hier. Der Himmel ist echt. Das ist wirklich nicht schlecht. So.
Wir holen uns jetzt einen kleinen Traktor und geben den Kühen erstmal Milch. Den hier. Völlig überzogen, aber ich habe keinen kleineren Yamhof. Ich muss eigentlich noch mal so einen kleinen Hofschlepper haben, der nicht viele PS hat und der einfach nur dafür da ist, hier am Hof Aufgaben zu erledigen. Ich meine, den werde ich ja immer wieder brauchen. Den werde ich ja auch auf der Vierfach-Map brauchen. Also vielleicht sollte ich da gleich mal im Stall gucken, was... nicht im Stall, beim Händler gucken, was es da so gibt. Moin. Na, ihr? Auch hier. Wie viele Rinder habe ich eigentlich? 86 Kühe und 138 Schafe. Machen wir jetzt hier gleich richtig voll. Nicht so ein Schnickschnack. Nein, nichts Halbes. Machen das richtig. Ja, ich weiß. Kühe totfahren. Komm mal hier zum Schlachter. Das ist jetzt sarkastisch oder zu sarkastisch? Gemein. Guck mir jetzt hier einen Veganer zu, der mich jetzt... Wer das jetzt scheiße findet, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Umgehen. So. Soll das aber ja wohl gleich reichen, denke ich mal, oder? Wasser? Ja, schon fast voll. Da fahre ich jetzt auch nicht nochmal hin. Ich koppel das Fass jetzt hier ab. Fahre schön. In Ruhe. Hier rein. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Das haben wir, das haben wir. Was macht denn die Produktion? Was machen oder die Produktion nennen? Oh, was macht denn meine Kannerei? Kannerei brennt, super. Also auch, was macht denn die Zuckerfabrik hier oben? Oh, er fährt immer noch in so eine wilde Wurz im Kreis. Aber ist das doch bestimmt schon voll. Könnte ich mir vorstellen. Oha. Ja. Da können wir mal was machen. Können wir nämlich mal Zucker verkaufen. Thank you.
Das ist noch nicht fertig, oder? Ist er fertig? Von einem MB-Trag in den anderen. So. Erstmal holen wir den da raus. Stellen dann gleich den nächsten daneben. Dann gucken wir, wo wir Zucker am dümmsten loswerden. Ne, am günstigsten loswerden. Das bringt uns ja auch nichts, wenn die Produktion hier steht. Haben wir hier 64 Paletten Zucker, 32 auf diesem Trailer. Ich habe ja zum Glück keine Fruchtzerstörung an. Und 64 auf diesem Trailer. Falls euch das Ohr jetzt weggeflogen ist. So. Ich muss da ja erst noch einen anderen Trailer hinbringen. Den ich ja klugerweise hier schon vorpositioniert habe. Gleich nur noch gucken, wo ich denn am meisten Kohle für meinen Zucker kriege. Was ist hier als Beladung ausgewählt? Palette. Ja, wunderbar. Straßenlaternen hier. Gehen wir auch so ein bisschen auf den Sender, ne? Aber nur so ein bisschen. Halt man dann nochmal schön im Frontlader hängen. Oder so. Egal. Wenn wir jetzt den hier versuchen, schön gerade. Einzumanövrieren. Ich versuche mal ohne Trailer Assist. Wie muss ich da, dass er gerade zurückkommt? Ja, gar nicht am besten. Ah.
Machen wir doch mit Trailer Assist. Völliges Chaos. Ich fahr noch mal rum. Peinlich. Ich mach das anders. Einen so rum rein. Geht auch. Sehr unangenehm. Bin heute nicht gut drauf, was Rückwärtsfahren angeht. Das kann ich sonst besser. Nicht viel besser, aber etwas besser. Oh Mann. Wie war das mit der Attacher-Gabel noch? Da steht jetzt weit genug weg, dass noch weiter produziert werden kann. Alles andere wäre sehr ärgerlich. Und ob der weiter produziert oder nicht, sehen wir in einer der nächsten Folgen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich über einen Kommentar, ein Like oder ein Abo freuen. Noch mehr freuen würde ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und in diesem Sinne sage ich dann mal Ciao.